Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier in der Kreuzfahrt Lounge. Ich bin an Bord von AIDA Mar und ich möchte euch heute gerne einmal eine Junior Suite hier an Bord von AIDA Mar zeigen, und zwar die 8201. Ich fange auch direkt hier an am Eingang. Wir kommen also hier hinter mir, seht ihr, ist die Kabinentür mit dem Sicherheitsplan. Ja, und man kommt hier rein und dann kommt man auch schon direkt in den großzügigen Wohn- und Schlafbereich. Der ist hier natürlich kombiniert. Es ist keine Suite mit getrenntem Wohn- und Schlafbereich, sondern eben eine Junior-Suite kombiniert. Man hat hier am Eingangsbereich direkt den großen Schrank, 4 Türen. Der Safe verbirgt sich hier drin. Und neben dem Schrank auch schon ja, den Frisiertisch, Schreibtisch, wie man ihn auch immer nutzen möchte. Mit der Kaffeemaschine, die natürlich auf einer Junior Suite nicht fehlen darf. Hier habt ihr Gläser, ja, nochmal Bier und Wein, Kaffeetassen, und in einer der Schubladen befindet sich auch der Föhn. Gegenüberliegend ist dann das große Doppelbett und nebendran, ja, 2 Sessel, die auch, wenn man die Kabine beispielsweise zu viert benutzen möchte, zum Bett umfunktioniert werden können. Gegenüber dann, wir drehen uns einmal, auch ein großer Fernseher, ja, den man sowohl hier vom Sofa aus als auch vom Bett aus gemütlich nutzen kann. Der Blick ist von allen Seiten gegeben. Hier drunter befindet sich auch die Minibar. Die kann ich gerne einmal kurz öffnen und zeigen. Die ist bestückt, ist allerdings nicht inklusive, muss extra gezahlt werden. Ja, ihr seht es hier, hinterm Bett sind nochmal diverse Regale. Ja, die kann man natürlich auch nutzen, um dann nochmal Kleidung zu verstauen oder wenn man denn dann auch wieder Souvenirs kaufen darf, vielleicht die Souvenirs der Reise, ja, schön dekorativ hinstellen kann. Da habt ihr auf jeden Fall noch einiges am Platz. Links und rechts neben dem Bett befinden sich so kleine Nachttischchen mit Lichtschaltern. Und ja, auch entsprechend nochmal Licht. Steckdosen sind hier allerdings keine an den Nachttischen, sodass ihr euer Handy gegenüber einmal am Frisiertisch, am Schreibtisch laden müsstet und nicht direkt am Nachttisch. Ja, dann gehen wir hier einmal direkt ins Bad. Da befindet sich die Tür neben dem Eingang. Wir haben hier einmal das WC, diverse Handtücher und eine Milchglastür, durch die wir einmal hindurchgehen. Und dann kommen wir nämlich erst richtig ins Bad. Das WC ist hier abgetrennt, wie ihr seht. Ein Waschbecken, Schränkchen, diverse Ablageflächen und dann hier eine kombinierte Duschwanne. Ihr habt hier also die Möglichkeit, auch baden zu gehen. Und in der Badewanne befindet sich dann die Dusche. Eine separate Dusche gibt es nicht. Wer also Probleme hat mit dem Einstieg, vielleicht auch ältere Menschen, die müssen schauen, ob sie sich das zutrauen, auch bei Seegang hier noch in die Dusche zu krabbeln. Ansonsten wäre dann vielleicht eine andere Kabinenkategorie eher geeignet für euch, weil hier muss man eben reinkrabbeln und hat nicht den bodentiefen Einstieg. Hier, wie gesagt, nochmal das WC mit einer abgetrennten Milchglastür, die sich verschließen lässt. Dann haben wir hier eine zweite Tür und von der aus kommen wir dann wieder direkt in den Wohnbereich oder in dem Schlafbereich. Ja, wie ihr sehen könnt, hier hinten habt ihr auch eine Tür und ein Fenster. Das Fenster ist ja relativ groß. Wir können hier mal die Vorhänge ein bisschen mehr aufziehen, ein bisschen mehr Licht reinlassen und dann seht ihr da draußen schon das blaue Meer. Hier geht es natürlich auf den Balkon, den die Junior Suite auch hat. Und ja, ihr seht es hier, rechts Stuhl und Tisch, links Stuhl und Tisch und die Hängematte. Besonders groß ist er nicht, für 2 Personen aber absolut ausreichend. Und was aber überzeugend ist, ist ganz klar der Blick nach vorne, hier über den Bug hinaus. Wir stehen jetzt hier im Hafen, aber auch ja, auf See ist es natürlich eine ganz schöne Sache, wenn man da den Blick nach vorne genießt. Ja, das war's ansonsten auch schon hier aus der Junior Suite 8201. Wie gesagt, wir befinden uns hier an Bord von AIDA Mar. Die Junior Suiten gibt es aber auch auf
allen anderen Sphinx-Klasse-Schiffen, sind soweit auch identisch. Lediglich die Farben können hier natürlich ein bisschen variieren. Ansonsten, ja, Junior Suite, wenn ihr da Interesse dran habt oder auch noch ein bisschen Beratung benötigt, ob diese Kabinenkategorie das Richtige für euch ist oder ob wir euch eher eine andere Suite oder eine andere Kategorie empfehlen, ja, dann ruft uns gerne an in der Kreuzfahrt-Lounge, schickt uns eine Mail oder eine WhatsApp. Wir sind täglich von 9 bis 21 Uhr für euch erreichbar unter der Rufnummer 04167-292-9941 oder schickt gerne eine Mail an post@meinekreuzfahrtlounge.de. Wie gesagt, wir sind für euch da, helfen euch gerne und ich würde mich freuen, wenn ihr auch unsere anderen Kabinenvideos von AIDA mal schaut. Bis dann, tschüss!